Ab geht es in den Wald. Und damit es auch beim ersten Mal klappt, habe ich mir einen Pilzexperten dazu geholt. Dietmar Krüger hat mir versprochen, dass wir mit seinen Tricks und Kniffen trotz der Trockenheit leckere Pilze finden werden. Hallo Herr Krüger. Hallo, grüße Sie. Können wir direkt loslegen? Ja, ich habe ein Körbchen hier, ein Messer und ein Bestimmungsbuch. Wir können loslegen. Dann würde ich sagen, ab in die Pilze. Bereits mit seinen Eltern ging es für den Offenbacher regelmäßig in den Wald auf Pilzpirsch. Als erfahrener Jäger gibt er mir Tipps. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt einen Pilz finde und ich habe keine Ahnung, ob ich den essen kann oder nicht? Wie kläre ich denn jetzt ab, dass ich den mitnehmen kann? Ist die falsche Herangehensweise eigentlich. Erstens sollte man sich das Wissen aneignen, dass man Pilze nicht verwechselt. Ja, dazu sollte man Lehrgänge besuchen und dann sammeln gehen. Also gerade andersrum anfangen, dann kann man sicher gehen, dass man nichts verwechselt. So ist dieser Pilz giftig und dieser nicht. Wer sich nicht sicher ist, sollte nach der Suche beim Experten nachfragen. Am besten die Umgebung und den Standort fotografieren. Und natürlich den Pilz. Denn viele Pilze wachsen nur in der Nähe bestimmter Bäume, wie dieser Birkenpilz. Bei uns füllt sich langsam der Korb. Warum finden wir jetzt trotz trockenem Wetter Pilze? Wir haben etwas anders gesucht. Wir haben nicht die typischen Pilze gesucht, die auf Regenwasser so sehr angewiesen sind. Wir haben mehr geguckt, wo Pilze parasitisch leben oder Holz zersetzen. Und die finden wir frisch, auch wenn es nicht regnet. Und wer genau hinschaut, findet schon jetzt einen kunterbunten Mix. Krause Glucke, Austernpilz, Semmelstoppelpilz und, und. Mein kleines Pilzkörbchen ist inzwischen prall gefüllt mit einigen leckeren Pilzen, die wir trotz der Trockenheit gefunden haben. Vielen Dank nochmal, Herr Krüger. Gerne. Etwas wie immer. Das stimmt. Und wenn es dann 2 bis 3 Wochen lang noch etwas feuchter ist, dann können wir auch die Steinpilze und die Pfifferlinge wieder in unseren Wäldern entdecken.